Auf. City Hall, Southgate, Lords Manor. Ja, da müssen wir schon hin. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Aber es ist ja zu, ne? Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Ist natürlich blöd. Ich guck noch mal. Ja, ist zu. Super. Warum stehst du eigentlich so direkt davor? Du kannst mir auch bestimmt helfen. Muss doch. The Squire's Manor is beyond that gate. The Squire's Crest. Come to think of it, the seal on the manor house is about to fall off. Mhm. Everyone is saying how it ought to be repaired. Okay. Das ist toll, aber bringt mir natürlich nicht direkt was. Ja, okay, ich bin ein bisschen verwirrt gerade, weil ich nicht genau weiß, was man jetzt von mir möchte. Wisst ihr was, ich schau mal eben ins Notizbuch. Was steht denn da drin? Vielleicht steht ja da das eine, was wichtig ist. Oh, Moment. So sieht es aus meiner Vorzeichnung. Von einer Person am Stand-up am Gemeindeplatz, um mich zu finden, mir etwas zurückzugeben, das ich verloren habe. Okay. Margaret sagt, ich soll zum Haus kommen. Wenn ich da bin, werde ich sie wegen Dana fragen. Mhm. Vielleicht finde ich etwas, wenn ich zum Gemeindeplatz zurückgehe. Soweit waren wir schon. Leider werden die Typen, die den Baum gepflanzt haben, nur auf jemanden hören, der das Wappen des Gutsherrn hat. Aha. Ja. Da kann ich jetzt mal mit dem ja auch lange reden, ne? Das bringt mir ja nichts. Ja, nee. Okay, 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 okay. Ich weiß schon. Ist okay. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt aber hin? Das ist ja jetzt mal die spannende Frage, ne? Das ist ein netter Hinweis, aber der bringt uns alleine ja noch nicht viel. Ich guck mal eben. Ich weiß nicht, ob es hier drin was gibt. Nein, offensichtlich nicht. Ja, Entschuldigung. Ich will sie mal wegdrücken, weil es so lange da steht. Und dann trigger ich dann den Dialog mal ein zweites Mal. Ja, diese Seitengassen bringen mir ja auch nicht wirklich was. Ach, was haben wir denn hier? Nimm die Leiter. Oh, ja, klar, cool. Butcher. Schlechter, Metzger, irgendwas. Ja gut, das bringt mir alles nichts. Ach, guck mal, jetzt blinkt da oben was. Ich weiß nicht. Es ist zu. Ja, wie komme ich denn da rein? Ja, Entschuldigung, ich drück's immer zu oft. Mann, 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 hallo, hilf mir. Ich habe einen Leiter, das ist bestimmt cool. Ah. Ach so. Wie ist mit dieser Postkarte? Oh, geil. Ja, cool. Ich dachte mir jetzt, das ist das, was ich wohl am meisten entbehren kann, oder? Ich glaube, eine Postkarte kann ich mir in der Zukunft später wieder neu kaufen. Aha, okay. Wo bin ich jetzt hier? Ach, jetzt bin ich hier drin, ne? Das ist der Bereich. Okay. So, und jetzt kann ich die Leiter benutzen, hoffe ich. Die ich im Übrigen in der Hosentasche trage. Das ist natürlich total, ne, offensichtlich, hiermit kann ich überall hochklettern. Ja, dann mach das doch mal. Ach, hoffentlich stürzen wir da jetzt nicht runter und sterben direkt. Nein? Das ist aber auch geil, ne? Klaust dir so ein Wappen von irgendeinem Haus und kannst jetzt da jedem irgendwie befehlen, oder was? Nimm das Emblem. Okay, hab ich. Cool. Ja, da ist ja hier noch hier. So wird die Autorität untergraben, ist ja der Hammer, wa? So, dann lass mal schauen. Jetzt haben wir das komische Wappen. Dann gehen wir mal zu den Typi hier zurück. Und dann... mal gucken, ob wir ihn davon abbringen können, diesen Baum zu pflanzen. Du pflanzt den aber auch ganz schön lange, mein Lieber. Also, das ist ja hier Arbeitsleistung. Dem sieht ziemlich elegant aus. Das ist schön zu wissen. Schauen wir mal. Tja, guck mal da, was ich da hab. By the blessed Mary, this is the Squire's. Yes, I have a message for you. The Squire doesn't want a tree here. What? Okay. Oh. Der Gutsherr möchte Blumen, der Gutsherr möchte eine Statue. Okay. So, wisst ihr was? Eigentlich würde ich jetzt ja am liebsten fast so eine kleine Umfrage starten, aber A, es ist gerade ein bisschen spät, wo ich aufnehme, wer weiß, ob da groß einer antwortet, und andererseits, ich habe mich beim ersten Durchgang für die Statue entschieden. Dementsprechend, wer sehen möchte, was damit passiert, guckt einfach mal in die alte Aufnahme rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Titel drinstehen habe.
Sonst vielleicht, wenn ich sie finde, verlinke ich da die passende Folge mal, wo man dann sieht, was da das Resultat von ist. Ich sage aber diesmal dann mal, dass ich Blumen möchte. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Dann haben wir da ein bisschen Abwechslung mal drin. Ja, sehr gut. Ja, schönen Feierabend, ne? Tschüss. So, jetzt haben wir aber nicht die Dana gefunden. Das ist natürlich doof, ne? Dana bleibt jetzt anscheinend weg, die nette Bedienung. Das ist natürlich sehr blöd, aber wir können wieder zurückreisen. Tja, dann ist die jetzt in der Zukunft einfach weg. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So, wo haben wir es denn? Digipad? Jetzt am besten, wenn ich so schnell wie möglich zurückkehre. Ja, machen wir das mal. Auf geht's. Ja, ich bezweifle, dass Dana jetzt auf magische Art und Weise wieder weg ist. Ich denke mal, die wird ja bei uns in der Nähe sein müssen eigentlich. Da ist natürlich doof gelaufen für die Arme. So, schauen wir mal. Oh, ist aber hier lange Reise diesmal. Und 2001. Hallo, Zukunft, da sind wir wieder. So, okay, was passiert jetzt? Somewhere back there, in the past. Hm. What have I done to get her involved in this? Ja, Butterfly Effekt. Please hang in there. Until then. Ja, als wenn sie große Wahl hätte. Achso, erstmal rauchen. Na super. Okay. Ach, lieber doch nicht. Achso, ja, finde ich gut. I don't wanna die. Gute Entscheidung. Na guck mal, der ist weg. Da wird sich wohl kaum einer hinter verstecken können. Na sieh an. Und Chapter 2 completed. Ja, dann wollen wir das doch auch mal speichern. Machen wir mal. Ja, das ist auch richtig. Okay, so, und ich werde an der Stelle jetzt eine Kleinigkeit machen müssen mal eben. Es ist tatsächlich nämlich schon sehr spät und ich muss noch ein bisschen was anderes erledigen. Das heißt, ich überspeichere das jetzt einmal hier schon mal. So, das hätten wir gemacht. Chapter 3. Ich bin so frei und lade beim nächsten Mal einfach den Spielstand an der Stelle. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt die Cutscene da nochmal läuft. Wir gucken auf jeden Fall mal die Cutscene. Dann mache ich danach aber erstmal eine kleine Aufnahmepause. Schauen wir uns das mal an. Oh. Autsch. Na, der ist aber dramatisch diesmal. Jetzt kommen sie aber hier mit harten Mitteln. Da kommen sie aber mit richtig harten Mitteln. Na, holla die Waldfee. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Und schon wieder sind wir in diesem komischen Ort hier. Sterben tue ich. Was soll ich denn sonst machen? Mhm. Oh, Entschuldigung. Ich bin beschäftigt mit Sterben und Überleben. Das ist schon anstrengend genug, ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber Unrecht hat, wer auch immer sein mag, ja nicht. Es würde vielleicht Sinn machen, mal rauszufinden, wer überhaupt hinter dem Ganzen steckt, ne? Oh, Telefon. Wer ist das denn? Ah, ich erinnere mich. I'm going to head out there right now. That's right. I was supposed to stop by the museum. Tja, das wusste ich selber nicht mehr. Ja, nee, gut. Wir haben sogar direkt ein Ziel, wo wir hin dürfen. Sehr schön. Okay, gut. Ich werde allerdings an der Stelle jetzt, wie gesagt, mal eben eine kleine Aufnahmepause machen. Das heißt, für euch wird es vermutlich einfach nahtlos weitergehen. Ich habe dann da einen kleinen Schnitt an der Stelle. Oder, falls es von der Videolänge her passt, ne, ist an der Stelle einmal Feierabend. So oder so, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich guck mal, das sollte ja mit der Cutscene passen, die haben wir jetzt da drin gehabt. Das heißt, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ist ja jetzt noch meine erste Aufnahmesession hier gerade. Ich hoffe mal, dass es euch auf jeden Fall gefällt. Ich habe gerade auf jeden Fall Bock drauf, das Ding auch durchzuzocken. Weil, ist mal eine andere Story, ist mal ein bisschen was anderes, das Spiel. Und ja, ich hatte mal wieder Bock auf ein bisschen Retro. Mit Mass Effect habe ich ja ein bisschen was Neueres auch momentan am Start. Da ist es eine ganz schöne Abwechslung. Ja, wie gesagt, ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch gefällt's und wird euch weiterhin gefallen. Und dann sage ich einfach mal, man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Ciao! Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei einer neuen Aufnahme von Shadow of Memories.
Wer sich jetzt ein bisschen wundert, keine Cutscenes, kein Nichts und so weiter und so fort. Richtig, ich habe nämlich, als ich es beim letzten Mal beendet habe, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich vergesse das nämlich jedes Mal, dass das Spiel sowas bietet. Wenn ich hier auf Endgame nämlich gehe, oben habe ich nämlich die Möglichkeit, einen Continue-File anzulegen. Das war natürlich fantastisch, weil ich habe ja extra bei der letzten Aufnahme noch die Cutscenes mitgenommen. Ja, und jetzt haben wir hier tatsächlich einen nahtlosen Übergang. Ich bin genau da, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein neues Video für euch ist oder noch im selben Video. Keine Ahnung, das seht ihr dann. Ich weiß es gerade selber noch nicht. Bin noch nicht zum Schneiden gekommen. So, und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Was hatten wir denn zuletzt gemacht? Ich muss mal eben ganz kurz hier reinschauen. Wir kamen ja zurück aus dem Jahr 1500. Genau, der nette Mann vom Museum, der Herr Eckhart, hat angerufen. Da ich versprochen habe, ihn beim Kunstmuseum zu treffen, sollte ich dorthin gehen. Okay, da haben wir unser Ziel. Medaillen mit den Wappen des Herrn, mit diesem Wappenbild auf das Hören, was gesagt wird. Ah ja, ich erinnere mich noch. Okay, das hat man zuletzt gemacht. Und die Dana, die ist ja noch weg. Die Dame sieht man ja links im Bild. Schön als Artwork habe ich sie da mal reingearbeitet, aber die ist gerade gar nicht da. Die ist nämlich irgendwie. Die ist uns abhanden gekommen. So, bevor ich zum Museum gehe, ich möchte mal eben ein bisschen rumschauen noch. Wen haben wir denn hier so alles? Hallöchen. My daily routine is walking up this slope to the Art Museum. Aha, okay. Gut, dann wissen wir wenigstens schon mal, wo wir lang wollen. We're going to the Art Museum again. It's our daily course. Okay. Ja, da habt ihr ja ein nettes Stückchen vor euch anscheinend. Wer bist du denn? Können wir mit dir auch reden? Hi. Is anything wrong? What do you think of this? Huh? Wovon? This. What do you think of this? The movie this poster's for. It's Okay. pretty popular, isn't it? Yeah, I guess so. Okay. What's the secret for a hit film, anyway? Dass er I gut don't ist? have a clue. Oh, ja. Nein, genau. Ich habe keine Ahnung. Ein pixeliges Poster vielleicht? It's the method thing. The filmmakers or the director's life experience. Oh, I should have tried more things when I was young. I'll be 50 soon, and then it's all over. Ach so. Life is short. You there. Make sure you leave with no regrets, all right? Okay. Each day as though it's your first and last. Ha, wenn du wüsstest, momentan ist jeder Tag mein letzter. Okay. Ja, es ist ein guter Tipp, das seinen Todgeweihten zu sagen. Das macht sehr viel Spaß. So, da sehe ich ein Kügelchen, aber ach, wir haben eh volle Energie, ne? Das ist natürlich super. So, dann lass mich mal schauen. So, ich glaube, mich erinnern zu können, dass hier oben tatsächlich richtig ist, der Weg. Ups, ich hänge erstmal im komischen Pöhler da fest. Elender Pöhler. Das Brummuseum, sehr wohl. Ich würde mich gerne aber kurz umschauen. Hier kann man nämlich auch noch zur Seite lang. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwo hinkommt. Naja, da blinkt es zumindest. Da ist eine Tür. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber. Ah, okay, es ist zu. Na gut, in den Turm kommen wir nicht rein. Ah, Kamerad, rede ich. Na komm. Dann schauen wir mal ein bisschen. Wie man einfach an jeden Mist fe festhängt hier. Das ist natürlich ganz fein. So, Museum. Auf geht's. Wollen wir mal rein. Kann ich Kamera drehen? Nein, kann ich gar nicht. Okay. Ah, schicker Boden hier, du ey. Wenn ich sowas hätte. Alter Schwede, kann man hier irgendwo durch? Oh, kann man tatsächlich. Okay. Ich kann aber die Kamera nicht. Boah, bei diesem Fußboden wird mir aber ganz anders werden. Optische Täuschung als Fußboden, naja. Straßen der Stadt, Karl Franzen, allgemeine Ansicht der Stadt, okay. Das ist ein bisschen schnell, der Text immer. Oh. Jetzt bin ich irgendwo gelandet. Moment. Ah, das ist immer ein bisschen verwirrend hier. Ich will mich mal eben kurz umschauen, wo ich hier wohl lang komme. Also, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Im Arbeitszimmer, sonst wo? Weiß ich nicht. Kann ich da durch? Oh Gott, hier soll ich mich nicht verlaufen, ja? Lecker, nom. Kann man sich da bedienen? Nee, das wäre auch zu einfach. Naja, gut. Zeitreisen macht wohl nicht so hungrig. Achso, da komme ich hier wieder raus. Haha, wie komme ich denn zum Eingang? Wieso macht der Rasen solche Geräusche? Das ergibt gar keinen Sinn. Na gut, Metallrasen.
Okay, nehmen wir mal so hin. Wo geht's da lang? Das ist ja überhaupt nicht verwirrend. Was? Now loading. Okay, hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich am... Ist das der Eingang? Hoch? Ja, das ist der Eingang, ne? Oh Mann, ist das verwirrend. Wo komme ich da hin? Da geht's also zum Eingang. Das ist gut zu wissen, glaube ich. Kann man sich die ganzen Bilder angucken? Nein, kann man nicht. Okay, schön. Tolles Museum. Gehört das auch zum Museumsinventar hier? Nein? Na gut. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen um. Nicht wundern. Da können wir durch. Ach, dann haben wir wieder hier. Ach, ist das alles verwirrend. Komm, wir gehen mal da lang. Okay, so, dann wollen wir... Das sind Klos, nehme ich an, bei den Schildern. Wow, riesig. Das ist quasi fantastisch. Die Damentoilette darf ich bestimmt nicht, oder? Na, ist... Oh, wow, darf ich doch? Okay. Ja, na gut, wieder was gelernt. Ja, das Spiel ist ja hier, ist ja ganz modern, ne? So. Eine Toilette für alle sozusagen. Na gut. Gibt's hier noch irgendwas, wo man hin kann? Hoch? Kann ich mir das angucken? Nein, aber sieht schön aus. Okay, dann gehen wir mal hoch. Glaube ich. So, was haben wir da? Das Teil des Museums ist... so ein lustiges Museum hier. Na, lässt du mich da wohl... Na, oh, jetzt kommt irgendwas. Alles klar, dann schauen wir uns mal eben eine Szene an. Na gut. Come in. I'm sorry, I'm so late. Okay. Ja, wir setzen uns irgendwo hin. Kein Ding, da knatscht mein Stuhl. Entschuldigung. Das tut mir mal leid. Did you come to see my paintings again? No. Well, I mean, that's what I was going to do, of course, but... Hey, Mr. Eckert, do you know anything about alchemy? Why the sudden interest? Research of some kind? Well, not exactly. Well, let me see. I'm not really well up on it, but... Okay. There was someone notable in this city, a man named Dr. Wagner. Ja, ich glaube, den haben wir ja gut nicht direkt getroffen. I see. Do you have any documents and things from that time? I think. Wait a second. Arme Katze. Ja, die Musik ist aber ganz schön spooky gerade. Was wird denn das hier? Was this the one? Oh. Steht wohl schon länger da. Ach, muss ich selber gerade husten? Entschuldigung. Okay. If there really was an elixir, I'd want it myself. I'll let you know when I need that book back. Okay. By the way, do you like cats? Mine had a litter the other day, as you can see. Thanks, but no thanks. Okay. Okay, but if you have a friend or anyone who wants a kitten, let me know. Okay. Are you going straight home today? No, I was going to walk around the city some more before going home. Was? It's nothing, just some personal stuff. Well, anyway, I have some more work to do, so I'll keep the place open until I'm done. Feel free to look around. Okay. Better for the paintings to be looked at by someone who really appreciates them. Thank you, I will. Ja, das klingt doch gut. Dann machen wir das doch mal. Na, und nun? Nimm das alte Buch. Okay. Ja, das hat jetzt nichts Dramatisches anscheinend bewirkt. Jetzt muss ich aber mal glatt noch gucken. Kann man denn hier oben auch noch irgendwo hin? Ach, ich mag ja diese toten Tierköpfe immer nicht. Das ist so. Ah, naja, wer es braucht.
Gucken wir mal ein bisschen, was haben wir hier? Kann ich mir die angucken? Nein, kann ich nicht. Das ist wohl moderne Kunst oder so, keine Ahnung. Darf ich hier durch? Ah, darf ich in der Tat. Was ist das hier? Material des Alchemisten, Karl Franzen. Das ist doch bestimmt der, der das Atelier hier um 1500 hat, oder? Tippe ich mal drauf. Oh, da wäre ja noch ein Bild gewesen. Moment, da gehen wir nochmal zurück. Das würde ich gerne noch eben nochmal angucken. Auch absurd, ne? Geht man auf den Flur zurück, keine Ladezeit. Geht man wieder in den Raum zurück, Ladezeit. Ah ja, Technik, please. Landschaft, Karl Franzen. Ja, das muss dann eindeutig die Zeit sein. Denke ich mal. Sieht zumindest so aus.